Monster sind, ne? Sicher, sicher. Ich hab Johnny abgehängt. Tatsache! Können wir ihn jetzt umgehen? Probier doch mal. Probier die Knarre aus. Ja, das ist ein guter Einwand. Nee, doch nicht, schade. Nee. Wollte schon sagen, ey. Hier mache ich ihm auch noch Platz, schnell. Ja. Das war schneller als gedacht. Hochsteigen. So, Mieze, dann komm mal her, Püppchen. Ja, der Wand hast es aber gezeigt. Schön. Oh, danke für den Tipp mit der Knarre. Sehr gut. Alter Schwede. Und die Pumpe wieder. Wenn du ganz. Oh, ja. Sehr, ja. Alter Schwede. Schlimm, ne? Meine Hände zittern dann auch. Echt? Ja. Scheiße. Ich bin richtig ein Tatter dann. Das Ding ist, du bist ein One-on-One quasi. Er muss dich nur noch einmal hauen und du ihn. Und das ist dann so mies. Das war ja super. Das war jetzt. Naja. Wir sind viel gestorben, scheinbar. Die geile Knarre auf jeden Fall. Sehr, sehr geile Knarre. Haha. Spüren und rufen. So, oh, warte mal hier. Endlich kommen wir mal vorwärts. So. Was ich aber deutlich besser finde, um nochmal auf Bloodborne zurückzukommen, dass es viel Loot hier gibt. Man hat immer was zu entdecken. Es lohnt sich wirklich, auch Winkel abzuklappern. Und man wird stetig belohnt. Das finde ich super. Okay. Sounds sind geil, hast du gerade gehört? Das war der Rüstung? Ne, das war der Lederrüstung. Okay. Ich versuche jetzt gerade abzuwägen. Was jetzt sinnvoller ist. Weit.
um ein bisschen mehr Elan zu schlagen, ne? Also der ich? Gegner. Nee, der Gegner. So. Achso. Ja. Was? Machen wir erstmal eine Truhe, eine schicke. Mal gucken, was drin ist. Ja, klappt, dann nehmen wir es auch vor, das stimmt. So. Loot, Loot, Loot. Ich habe keine Ahnung, was wir genommen haben. Wir werden es aber irgendwann herausfinden. Vielleicht. Vielleicht. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ah, okay, hier. Da ist eine Treppe. Was diese Textanblendungen sollen, weiß man auch noch nicht. Das sind die letzten Gedanken wahrscheinlich von den Toten. Schlau manchmal. Das würde ich ja lassen. Ah, jetzt kann man die Weg frei machen. Ah, wir haben die Abkürzung jetzt. Ah. Hallo. Ja, yeah, Sober. So. Da, ist so ein Funko Pop, wollte ich gerade sagen. Ein Alko Pop? Alko Pop, ja, Alko Pop auch. Bacardi Rest ist da. Ah, nein. Ja, wir kriegen ja nichts dafür, nee. Also von daher. Leider. Ich würde es doch 10-mal sagen. Kann auch Becks Eis sagen oder so. Treff ich? Ja, ich glaube schon. So, ein weniger. So, dann die Waffe. Dann einbrechen. Gut sei Dank, waren wir hier schon. Gut sei Dank. Willkommen bei Rovens Sprachpalast. Ja. Saubär, Herr und Hubschrauber. Erdbeer. Das waren so die gängigsten Namen für Tiere bei WoW, wenn man Bär hatte. Hubschrauber. Ja. Nein, du Pa... Zack, da ist er tot. Noch einer? Nee, ne? Da war nicht noch einer. Da unten sind aber ganz viele. Ah, geh doch erstmal. In der Luft. Ja, genau. Das ist super, jetzt hier runter zu springen, oder? Die Leiter? Rufen? Ja, ich habe die Leiter gesehen, aber ich will ja auf dem Dach bleiben erstmal. Da stürzt sich so und so ein gleich. Hier ist ein Funko Pop. Nein. Dann ist jetzt nur Funko Pop. So. Und die kriegen ja kein Geld. Noch nicht. Oh, jetzt habe ich Loot da oben vergessen, nicht Esel. Komm ich wieder hoch? Ja. Scheiße. Und ich bin nicht begeistert. Oh. Aber hier waren wir schon, ne? Ja. Wir haben auch keine Munition mehr für die Waffe. That's very bad. Wollen wir mal pullen oder wie wollen wir es machen? Ja, hol den mal her mit der Pike. Was willst du denn mit deinem Zahnstocher? Tot. Durch zwei, okay. Ja, ist noch einer. Jetzt. Hey. Ja, warum heißt du nicht? Ich hab ja, warum? Ich hab doch gesagt, hast du Heilen gesagt? Ja. Ah, nein! Fuck you, ey! Du hast ja... Nein! Oh Gott. Am Arsch der Welt und er ist gestorben. Super. Nein, du hast doch die Abkürzung. Ja. Du kannst auch durchs Feuer laufen jetzt. Das Feuer ist ja weg. Ja. Oh,
Nein, das ist so dumm. Siehst du, das meine ich mit, da wird man gierig. Da, wenn du jetzt rechts runterläufst, glaube ich. Ja. Was denn? Nee, da nicht. Was macht eigentlich, warum ist die Tür eigentlich da? Wir sind noch nicht durch die Tür gelaufen, ne? Geh mal durch die Tür. Mal gucken, was passiert. Aha, okay, geht nicht. Deswegen sind wir noch nicht durchgelaufen. Wir wussten das natürlich. Ja, genau. Ja. Ach, Mann. Ich dachte, am Arsch. Aber das erste Feuer gleich da rechts an der Ecke, dann, da kannst du durch. Ach ja. Alles um deine Schuld. Wie du verrickst jetzt? Meine? Ja. Okay, ja. Weiß zwar nicht wieso, aber von mir aus. Habt ihr ja gesagt, du sollst dich heilen. Hast du morgen Büro? Achso, tschüss. Ein bisschen off topic, aber das ist ja. Ja, okay. Hm? Morgen, was ist denn morgen überhaupt? Freitag. Du kriegst so wenig Schlaf. Die Tage verschwimmt seinem einzigen Brei. Ich habe keine Ahnung, was morgen. Doch, morgen ist Freitag, ne? Ja. Ja, dann ist morgen Büro. Ja. Tatsächlich. Aber auch das gestaltet sich schwierig, weil ich dann im Wohnzimmer sitze. Oder im Schlafzimmer auf dem Bett. Kann ich mir dann auch so. Und im Wohnzimmer sind halt meine Frau und mein Sohn. Und machen Krach. Jetzt gerade. Lass dich aber schnell flachlegen, ne? Ja, so bin ich. So war da im Stubu schon immer so. Ein Getränk und man hatte mein Herz erobert. Ja, boah, ey. Im Stubu? 6 Euro Getränk? Mein lieber Mann, du. Ja, ich hab's mir ausgeben lassen. Ja, genau. Außerdem hat das nicht immer 6 Euro gekostet. Also das war immer viel witziger, ja. Damals, damals, als ich jung war und der Stubu 5 Mark Eintritt gekostet hat. Das war die Zeit, als Abitur geschlossen hat, glaube ich. Wo ist es? Ah, das ist da. Ich. Wir machen den Weg frei. Welche Werbung war das denn noch? Raiffeisen machen, oder? Oh ja, ich bin drin. Dam. Ja, früher hat das Stubu 5 Mark Eintritt gekostet und Mark? 2,50 Mark hat ein Getränk gekostet. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Weil es dann auf Euro umgestellt wurden, waren es 3 Euro Eintritt. Weiß ich noch. Echt jetzt? Ja, weil ich ein alter Sack bin, weiß ich das. Oh. Das ist noch ein zweiter, ne? Ja. Nein. Jetzt musst du heilen. Gleich heilen. Aber du bist auch nicht verbrannt, alles gut, ist gut. Trotzdem heilen. Beide down. Sehr schön. Ja. Da hast du ein Item vergessen, oder? Das konnte ich nicht nehmen. Das ist hier. Ah, Horoku down, okay. Ja. Ah, wir haben ein Anti-Feuer-Amulett, ja. Vielen Dank, Cedric. Also, du bist der Superbrand. Ja, der ist Cedric. Ja, wirklich. Ohne Cedric wären wir schon lange verloren. Ja, das glaube ich auch. Versuch mal die Kanone. Oh ja, die Kanone. Oh, ja, wir haben auch eine Kanone. Versuch mal das Anti-Feuer-Amulett, wenn du durchs Feuer gehen willst. Wie nehme ich das denn? Muss ich in die. Nee, du. Du hast es schon an. Das ist ah, so. Schon ja, genau. Du musst wieder zurück. Genau, und dadurch die Gasse. Gleich. Rechts. Hier? Rechts. 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 Nein. Hier ist das Haus. Ja, jetzt links. Links. Achso, hier sagt das. Ja, genau. Sind durch die Gasse, sag ich da. Diese hohle Gasse links muss ja gehen. Bist du sicher? Ob ich das lustig finde? Ob du dir sicher bist? Ja. Okay. Muss ich hier hoch? 100%ige Sicherheit bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja, genau. Einfach ja sagen. Ja, genau. Ja, jetzt ist das einfach umschmeißen, komm. Aber welches Feuer macht der denn aus? Dann? Nein, wir bekommen bloß kein. Ja, das, was er eben war. Ja, aber wir müssen es nochmal machen. Nur so, ja. Weil es schön ist. Okay. Ja. Und jetzt haben wir keine Munition wegen dir. Jetzt musst du die so umlegen. Ja. Cedric sagt gerade, wir kriegen deswegen keinen Brand dort wegen dem Amulett. Ah, okay. Vorher haben wir lichterloh gebrannt. Das stimmt. Ja. Du hast lichterloh gebrannt. Ja, oder? Ja, genau. Also. Und ich bin in das Haus reingefahren, weil ich hier auf dich geachtet habe. Ach, Mensch, ey. Egal. Ich gebe dir gleich ein Passfoto mit, aber ich habe gar keins mehr. Dann kannst du von dir. Da musst du nicht auf mich gucken.
Na, ich habe ja auf der 4x4-Ecken Internetseite, kann ich ja immer dein Foto angucken. Oder so, genau. Das Besoffene. Ist das besoffen? Keine Ahnung, ich glaube, so guck ich zumindest, oder? Ja, denkst du. Ja, lass ihn jetzt mal. Was heißt, ich hab das Foto nicht ausgesucht. Oh. Nee, Fabian. Oh, da ist einer! Ja, witzig. Witzig! Lebt noch. Ja, ich weiß, aber ich wollte trinken und ihn nicht finishen. Ja, ist doch wohl. Er kommt aber gleich wieder, denke ich. Ja gut, aber wir haben... Soll ich ihn mal runtertreten? Ja, genau. Abwärtstritt, ja. Mach. Diese Abkürzung dann, ist auch ganz gut. Ja. Ja. Oh, da unten ist gut die Leiche. Oh. Oh. Alter. Oh. Oh. Ist mir scheißegal, ich hol es dir. So, jetzt ist alles egal. Ja, so egal auch nicht. Nein, nicht nein! Nein! Bitte beruhig dich. Ja. Ich hab die Seelen vorher geholt. Okay. It's nice. Scheiße. Okay, dann holen wir jetzt ganz schnell die Seelen. Das Schöne ist ja, so ganz umsonst ist es ja nicht, sofern man die Seelen wiederkriegt, weißt du? Weil, hey. Du sammelst ja immer neue Seelen. Genau das wollte ich gerade sagen. Und deswegen wirkt sich das ja positiv aus. Ja, warum muss ich das so schön reden? Jetzt haben wir plötzlich wieder Munition oder was? Eine habe ich gerade gefunden. Ja, sicher. Boah, 2700. Geil. Und einen Bogen haben wir auch wieder. Natürlich. Oh, das war's wert. Oh, Leiche fliegt runter. So, das nehmen wir jetzt endlich mal auf. So, den kommen wir mal eben mit zu uns. Alter! Was war das denn, ey? Willkommen bei For Honor, ey. Da habe ich die Beta gezockt. Ja, und wie fandest du es? Vielleicht ganz gut, ich bin für das Kampfsystem zu doof. Ja? Ja. Oder vielleicht habe ich auch nicht genug geübt. Ich habe es einen Tag dann gespielt. Die Beta war 3 Tage, glaube ich, online. Ja. Und einen Tag davon habe ich gezockt. Den letzten natürlich. Als die anderen dann schon vielleicht 2 Tage gezockt haben, habe ich ziemlich auf den Arsch gekriegt. Aber es macht schon Spaß, muss ich sagen. Macht Spaß? Ist cool, ja. Aber Langzeitmotivation, was würdest du da jetzt sagen? Das kann ich, weiß ich nicht, kann ich nicht. Aber ja, kann ich noch nicht sagen. Wird schwierig. Kommt drauf an. Wie so die Kämpfe insgesamt sind, ne? Also wie das so auf Dauer ist. Ich habe nur so ein paar Stunden gezockt. Das wochenlang Spaß macht, das weiß ich nicht. Ja, genau.
nächste Frage. Warte mal ganz kurz. Bin schlecht in. Ja, ja, klar. Bitte konzentriert. Das muss gleich wieder die Segel holen. Ja, das ist das nämlich ist der Grund. Das ist nämlich der Grund, weswegen ich mir das jetzt auch nicht geholt habe, weil ich einfach denke. Oh, da ist einer. Aber ist schon cool, also der Puls geht richtig hoch. Wenn du siehst, da ist ein menschlicher Gegner, ja, dann geht der Puls schon richtig nach oben. Und das dann. Wow, wow, wow. Zwar jetzt einen Fall gekostet, aber egal. Shit drauf. Irgendwo ist hier Monster. Irgendwas höre ich, ja. Achso, hier können wir. Achso. Haben wir doch, oder? Ja. Stimmt. So. Okay. Da das Tor. Es ist. Er ist tot. Sieht mir zu offen aus, weißt du? Ja. Sieht mir zu offen aus. Ich lauf mal raus. Ja. Ich habe immer die Befürchtung, dass da irgendwas gleich kommt und dann von allen Ecken. Das ist. Zwei, da geht's hoch. Hoch, wo es hoch geht, das sieht gut aus. Ach, da ist schon die Tür, die man aufmachen kann. Genau, genau. Ja. Ja, dann macht auch das noch nicht. Schön. Einer ist da noch, ne? Oben. Ja. Willst du dich heilen lieber? Ja, aber gerne. Ich hab genau das gleiche gedacht. Nano hat nur Muskelkater. Grüße Lutz. Hier ein bisschen. Und da auch ein bisschen. Hier. Wir waren gestern im Fitnessstudio und Lutz hat mich gequält. Echt jetzt? Ja. Hast du versucht mitzuhalten? Nee, das versuche ich gar nicht. Ja, das ist ganz schlimm. Als ich angefangen hatte damals, also früher, mit Sport und versuchst mitzuhalten mit jemandem, der das schon lange macht, dann. Ja, du bist am Arsch. Ja. Nein, aber Lutz ist ja gnädig. Er guckt dann immer so. Ah ja, und macht dann so die Gewichte. Ah ja, wir machen mal ein bisschen weniger für dich. Ja. Ja. Aber gut, hat Spaß gemacht. Ich hatte wie immer keinen Bock vorher. Ne? Hm? Ich dachte, oh, ich habe keine Lust, ich will nicht hin. Aber dann hat schon Spaß gemacht. Wo geht ihr hin? Gannekesee sind wir in einem Fitnessstudio. Cleverfit. Cleverfit, okay. Ja, ist ja überall. Cleverfit gibt es ja überall. Echt jetzt? Habe ich noch nie gehört. So eine Kette. Okay. Ist jetzt neu oder? Nee, gibt's schon lange. Also das Fitnessstudio ist neu, ja, aber die Kette gibt es schon lange. Okay, ist mir noch nie, ja, unter die Augen gekommen. Also nicht bewusst wahrgenommen, ja. Du wirst es am Morgen tun, glaub mir. Und dir, du wirst 643 Clever Fit sehen. So schlimm? Wo sitzt denn da einer zum Beispiel? Ich kenne den Gannecker sehen. Rotenburg ist einer.
Aber in Brave Nord ist auch einer. Ja, weil ich da auch immer so häufig bin. Ja, wo bist du denn? Ja, meistens ja nur hier in der Umgebung. Meistens nur zu Hause. Ja. Du spielst seit 4 Tagen vor Honor, echt jetzt? Kann nur besser werden, also ist nicht so geil, oder wie? Okay. 13 Viewer. Product Placement, ja, für was? Für was denn? Clever Fit oder was? Clever Fit. Ja. Entweder zock ich oder ich gehe zum Sport. ja, hier. Ja, okay. Warte mal. Das lieber nicht. Ich mache eben ganz kurz noch die Sachen hier. Ja. Das machen wir auch lieber nicht, sonst werden wir noch langsamer. Oh. Aber Feuer Oma Mori ist ganz in Ordnung. Ja, aber die beiden. Ja, das lassen wir auch so. Beten. Genau, wir beten jetzt noch schnell. Mhm. Opferbringen, genau. Lass du mich etwa aus? Nein, ich lache dich an. Ja. Ja. Piratenkleidung ganz viel bekommen. So, das hauen wir weg. Stufenaufstieg. Zum Schluss. Was willst du dir reinhauen? Deine verdienten Seelen? Ich hätte gerne Stärke. Würde ich cool finden. Nochmal Stärke? Nochmal einmal Stärke. Was, wie viel können wir denn machen überhaupt? 3 Stück. Ja, dann können wir noch einmal Stärke. Holen wir den Körper nochmal. Körper, ja, okay. Körper Klaus und Ausdauer ist ja auch wichtig, ne? Okay, dann machen wir das so. Herr Ehn hat gesprochen. 3 Level, wie speichert man? Das ist eine gute Frage. Wie speichert man? Achso, an diesen Gebetsstein hier. Ja, es ist 22 Uhr. Ja, ach, wir sind schon durch. Ja, für heute sind wir durch. Wir haben eigentlich in meinen Augen viel geschafft. Ich finde auch gut, man hätte natürlich diese pisselige Holztür vielleicht auch einfach eintreten können, aber wir haben einmal den Bogen drumherum gemacht. Wir den friedvollen Pfad. Richtig. The Walk of Shame. The Walk of Shame. The Walk of Shame. Zwischendurch war es wirklich der Walk of Shame, muss man sagen. Aber ja, es sah zwischendurch aus, als würden wir nichts schaffen, aber letzten Endes haben wir doch ein bisschen was geschafft. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben den Shortcut da aufgemacht und können, nein, nicht wir, du und Fabian, ihr werdet das nächste Mal bei dem Shortcut wahrscheinlich weitermachen. Dienstag, auf jeden Fall Dienstag machen wir weiter mit Nioh. Jetzt am Wochenende, ja, was spielen wir da eigentlich? Halo Wars zu Ende, da sind wir jetzt fast zu Ende. Ja, und für heute ist Schluss. Vielen, vielen Dank, ja, dass du da warst. Oder? Ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte. Wir werden das jetzt wahrscheinlich... Ich hoffe, öfters das machen, bitte. Öfter machen, ja. Du wirst das üben. Ja, ich muss es üben. Ich muss ein bisschen besser werden. Das war jetzt noch nicht so das ganz große Kino heute Abend. Nein, ganz rot, aber waren ein paar Lacher dabei. Ja, aber dafür, eigentlich hast du mich nur dafür eingeladen, ne? Weil du ja wusstest, noch nie gespielt. Das ich kann, wusste es nicht. Der kann sowieso nicht. Komm, den lade ich ein. Du als Witcher... ja, bitte, aber Moment, das Witcher ist auch ziemlich schwer, komm. Nee. Aber das Kampfsystem vom Witcher ist ja dagegen pisselig. Wenn man, jetzt? Ja, klar. Bei Witcher muss er nur einen Knopf drücken und dann macht er... Ja, ich fand, okay. Also du musst natürlich auch blocken beim Witcher, weil zumindest bei Menschengegnern, bei Monstern ja nicht. Nee. Das hat auch so eine Stunde gedauert, bis ich das mal kapiert habe. So, kann ich das Monster nicht blocken. Aber das hast du schneller drin als das, finde ich. Liegt vielleicht auch daran, dass wir jetzt immer getauscht haben. Wirklich. Ja, aber du wirst noch mal üben. Ja. Ach, du wirst noch mal heimlich üben müssen. Ich werde noch mal heimlich üben müssen, ja. Ja, werden wir machen. Ja. Da war viel Schönes dabei heute. Ja, ja. Einiges Unschönes, aber ich freue mich aufs nächste Mal. Ja. Ja, das Ganze könnt ihr auch auf YouTube angucken. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wie würde Rocket Beans sagen? Auf Wiederschauen reingehauen? Oder? Ja, Wiederschauen reingehauen. Wiederschauen reingehauen. Alles klar. Bis dann. Schön mit euch. Danke. Bis bald. Tschüss.